Möhrebrüt, Möhrebrüt, rum, bum, bum, bum. Möhrebrüt, Möhrebrüt, rum, bum, bum, bum. Bevor wir uns wagen an die Kuchen von die Tante O sind, wir wollen Marken eine Spiegeleien für die Koch persönlich. Und wir überreden die Hühner ein bisschen. Wenn uns selbiges liefert, eine Eiermarken die Spiegeleien, wie schon gesagt. Na, willst du ein weniges drücken für meine Eiern, ja? Schon gefinisht, ja? Hm, ja, wunderbar, alle sehen die Eier. Hm, ja, oh, ja, ein wenig rund die Eier. Aber das merken gar nichts. Nein, wir nehmen noch einen Rücken. Das war gar kein Ei, du dumme Hühner, du. Das war reine Ping-Pong-Ballen. Jetzt drück ein Ei für die Spiegel. Es ist zu Ende. Dann, wir wollen sie nehmen. Nanu, wo sind die Eier? Ach, ich habe sie gefunden. Es sind sogar zwei. Das reicht für eine zweiteilige Spiegel, ja? Du machst Faxen mit mir, ja? Du willst machen die Narren auf mich. Ah, wir machen ganz etwas anderes. Wir nehmen gleich die Huhn in die Pannen, jawohl. Eine Spiegelei-Huhn, warum nicht? Wenn es gibt die Spiegelkarpfen, es gibt auch die Spiegelhühnen, ja? Ja, jetzt kannst du gackern, aber hättest du besser die Eier gelegt. Jetzt kriegst du eine übergebrachte mit die Bratpfannen. Dieses ist eine emanzipierte Hunde, nicht die Pfannen hat, nur die Hahnen im Kopf, aber wir werden sie bekommen mit einer Listin. Blam, blam, Schmörebröt. So, jetzt ist sie in die Banne von den Musiken, wir werden sie kriegen und mag in einem musikalischen Trick erzählen. Schleichen wir uns raus und gehen eine Pizza essen.